Das ist Frau Dr. Schäfer aus Dresden. Ihren Strandurlaub in diesem Jahr wird sie verschieben, um stattdessen Menschen in Not zu helfen. Sie bewirbt sich bei den German Doctors für einen Auslandseinsatz. Nach intensiver Vorbereitung macht sie sich auf den Weg nach Nairobi und tauscht für 6 Wochen ihren Arbeitsplatz. In einer Ambulanz der German Doctors versorgt sie mitten im Slum Menschen, die sich keinen Arztbesuch leisten können. Dr. Schäfer behandelt aber nicht nur schwere Erkrankungen wie AIDS oder Tuberkulose. Es sind oft die gut behandelbaren Krankheiten, die vor Ort dramatische Folgen haben können. Zum Beispiel eine Lungenentzündung oder Magen-Darm-Infekte. Nach 6 Wochen in Nairobi hat sie rund 1200 Menschen medizinisch versorgt. In Deutschland arbeiten ca. 350.000 Ärzte. Neben Dr. Schäfer entscheiden sich jedes Jahr über 340 von ihnen, dort zu helfen, wo es zu wenige von ihnen gibt. Zum Beispiel in Sierra Leone, Kenia, Indien, Bangladesch und auf den Philippinen. In insgesamt 8-ständigen Projekten. Die German Doctors aus Bonn sorgen dafür, dass die Ärzte dorthin kommen, besorgen Ausrüstung und Medikamente, halten den Betrieb in den Projekten mit einheimischen Pflegekräften dauerhaft am Laufen und bilden aus, damit die Hilfe langfristig vor Ort bleibt. All dies wird allein durch Spenden möglich gemacht. Übrigens, Geld hat Dr. Schäfer für ihren Einsatz nicht gesehen. Ihre Hilfe als Ärztin hat sie ehrenamtlich geleistet. Die Spenden kommen stattdessen direkt den Menschen vor Ort zugute. Und das freut auch Frau Dr. Schäfer.